Wir reinigen, prüfen und matchen Einspritzdüsen. Oft kommt jetzt die Frage, was bedeutet das Matchen? Das erkläre ich euch jetzt. Einspritzdüsen sind dafür da, dass der Kraftstoff in den Brennraum gelangt. Das ist eben klar, denke ich mal, ist logisch. Kraftstoff und Luft bilden sozusagen das zündfähige Gemisch und umso mehr ich davon habe, umso mehr Leistung habe ich. Das Verhältnis zwischen Luft und Kraftstoff ist super wichtig und sollte exakt sein. Damit habe ich eine saubere Verbrennung und erziele eine höhere Effizienz, das heißt mehr Leistung bei gleichem Hubraum und Ladedruck und was nicht alles da noch so eine Rolle spielt. Die Schwierigkeit ist, bei Einspritzdüsen oder Einspritzventilen oder Kraftstoffventilen oder wie man auch immer die nennen will, ich bleibe bei Einspritzdüsen, ist, dass die mit der Zeit, ich sag jetzt mal, verschleißen. Da sind kleine Filter drin, die setzen zu, die können verkleben durch alten Kraftstoff, durch Kraftstoffreste, durch Stehenlassen von Motoren etc. Mit der Zeit werden die demnach schwächer. Und wenn die schwächer werden, lassen sie nicht mehr so viel Kraftstoff durch. Und dann habe ich nicht mehr dieses perfekte Gemisch, was ich ja eigentlich haben möchte. Die komplizierte Geschichte an der Sache ist, dass das dann in einem Motor passiert, von Düse zu Düse unterschiedlich. Das heißt, die werden nicht alle gleichzeitig schwach, sondern sie werden unterschiedlich schwach. Wenn man sich so einen Motor jetzt mal anschaut, wir haben das hier so wunderschön, ein aufgeschnittenes Modell, haben wir den Brennraum, wo das Kraftstoff-Luftgemisch, also das ist der obere Teil hier, wo das entzündet wird. Wir haben den Zylinder, wo der Kolben sich hoch und runter bewegt, damit die Luft komprimiert wird oder das Gemisch komprimiert wird. Und wir haben diesen Einlasskanal, wo die Luft kommt und hier bei dem Modell der Kraftstoff mit über diesen Einlasskanal in den Brennraum geführt wird. Gibt auch Direkteinspritzer, aber das ist völlig egal. Entscheidend ist, dass diese ganzen Bauräume, die ich hier habe, maschinell gefertigt sind, gefräst sind und demnach identisch groß sind. Das heißt, wenn ich einen Vierzylinder habe, habe ich identische Vierzylinder. Wenn ich einen Sechszylinder habe, habe ich identische Sechszylinder beim Fünfzylinder, fünf und so weiter und so fort. Bis was auch immer, 16 Zylinder, keine Ahnung. Die Bauräume sind immer identisch und zwar perfekt identisch. Das heißt, es kommt immer genauso viel Luft in jeden dieser Bauräume rein. Außer, jetzt fangen natürlich die Abweichungen an, je nachdem wie der Ansaugkrümmer gefertigt ist und so weiter, gibt es dann ein bisschen Abweichungen. Aber grundsätzlich kann man sagen, das Luftvolumen, das dort hineinströmt, ist immer das gleiche. Das heißt, ich brauche für diese Luftmenge natürlich auch genau die gleiche Menge an Kraftstoff. Damit ich genau das erreiche, brauche ich Einspritzventile, die exakt gleich funktionieren und die gleiche Durchflussmenge haben. Wie ist also der Ablauf, wenn wir die Düsen bekommen und diese reinigen, prüfen und matchen? Und was bedeutet das Matchen denn an sich? Zunächst einmal bekommen wir gebrauchte Düsen oder auch neue Düsen. Bei gebrauchten Düsen ist es so, dass wir eine Eingangsmessung machen. Dabei schauen wir uns das Spritzbild der Düsen an. Die Durchflussmenge wird protokolliert und dann wird die Düse an sich erstmal zerlegt. Sie wird dann gereinigt und kriegt dann einen neuen Filter, neue Dichtringe und geht dann wieder in den Prüfstand, um dann zu überprüfen, ob das Spritzbild, wenn es vorher nicht vernünftig war, jetzt vernünftig ist und wie die Durchflussmengen sind. Da die Hersteller der Düsen bis zu 15% Abweichung untereinander erlauben, ist es so, dass jetzt das Thema Matching in Frage kommt. Aber ganz wichtig, beim Matchen geht es nicht darum, dass wir an den Düsen an irgendeiner Schraube drehen und diese einstellen können und dann die Durchflussmenge anpassen, sondern Matchen bedeutet, dass man aus einer Auswahl von Düsen sich die passenden Düsen raussucht, die die beste Durchflussmenge haben, beziehungsweise die, die am nächsten zusammenpasst. Und das heißt, wir brauchen mehrere Düsen zur Auswahl, die wir entsprechend durchmessen. Wenn ihr uns nur einen Satz schickt, dann haben wir im Idealfall einen passenden Satz, wenn da alles gut läuft. Im schlimmsten Fall aber diese Abweichung bis zu 15% des Herstellers. Dann bräuchten wir, wenn ihr wollt, dass die gematcht werden, mehrere Sätze, damit wir euch daraus die besten rauspicken können. Wenn ihr fertige Düsen bei uns kauft, also die klassischen Einspritzdüsen, die wir anbieten, dann ist es so, dass wir mehrere Düsen nehmen, alle durchmessen und die passenden raussuchen, damit wir passende Sets haben. Hier achten wir darauf, dass die Abweichung maximal 2% beträgt. Also weit besser als das, was der Hersteller macht. Das führt dann dazu, dass der Motor entsprechend sauber läuft, also schön rund läuft, auch im Leerlauf deutlich spürbarer läuft, also deutlich spürbar besser läuft und eben halt die Verbrennung so vernünftig auf allen Zylindern verteilt ist, dass die maximale Leistung erzielt werden kann. Deshalb empfehlen wir, beim Einsenden eures Turboladers für die Instandsetzung gleich die Düsen mitschicken, dann habt ihr das Rundum-Sorglos-Paket. Aber ganz wichtig, achtet bitte darauf, wir können aktuell keine Dieselinjektoren machen, sondern nur Benzindüsen oder Benzinkraftstoffdüsen. Und es gibt noch so ein paar Besonderheiten bei den Düsen, die wir nicht machen können.
Da vielleicht am besten noch mal in der Technik kurz vorher nachfragen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid und unseren Kanal auch abonniert.